So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer Folge von Battlefield. Hier auf einer Map, die ich gerade überhaupt nicht kenne. Wenn das Bild... Ja, schön, schönen Dank. Wenn das Bild jetzt zu klein ist oder verzogen, tut es mir leid. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir werden uns die Gasmaske aufsetzen. Und wir werden auch mal reinwerfen. Unsere schöne Granate, auch wenn wir nur eine haben davon. Oh, fuck, das ist eine Brandgranate. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eieiei. Scheiß drauf. Ab, Maske ab und... Wie die Deutschen waren, allgemein so damals, einfach rumgehen und reinballern. Scheißegal, ob es Deutsche sind oder Ausländische oder. Reinballern tut immer gut, irgendjemand stirbt immer. Scheiße. Ja, es war knapp. Es war knapp, aber gut. Die Map sieht richtig geil aus. Ich habe seit langem habe ich keinen Battlefield mehr gespielt. Heute kommt Battlefield statt Transport Fever, weil Transport Fever, glaube ich, lassen wir mal in Ruhe. Es ist nicht mal rettbar, meine Map. Und nochmal neu möchte ich nicht anfangen, weil wir haben ein neues Projekt ab nächster Woche, beziehungsweise in den nächsten paar Tagen, was öfters mal dann kommt. What the fuck, alter Scheibenkleister. Ja, ich weiß auch nicht, welches Level ich bin. Also, das können wir gleich mal gucken. Ich bin Level 13. Also, ja, man sehe und staune. Battlefield 5 kommt bald raus, aber ich habe Battlefield 4 noch nicht durchgespielt. Boah, noch nicht mal ordentlich Punkte gemacht oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich davon gebannt wurde. Das gab es damals mal bei Battlefield 3, dass man da mal gebannt wurde. Da gab es halt bestimmte Server, wo man das eben nicht durfte. Okay. So. Denkt dran, Leute, da vorne ist es Gas. Aber mit reinballern, also mehr als sterben können wir sowieso nicht weg hier. Wir verlieren Einsatzziel. Das werden wir aufsetzen. Wer weiß, was hier noch alles kommt. Er was eingetötet und kommen die Bomben noch, die Granate. Die nimmt keiner mit. Aber der Sunny ist in der Nähe, deswegen lassen wir uns mal am Leben. Genau, super. Jo, Alter, von hinten. Alles klar. Alter, das ist eine richtige Belagerung hier. Oh. Nee, Sunny kommt bloß nicht, ja. Ich respawne. Alter, hier ist ja richtig was los. Hier geht's ja gleich richtig an die Pranken. Na, komm, wir gehen mal Sunny wieder rein. Ich bin nämlich vorhin schon mal Sunny gewesen. Und naja, die Waffe so an sich. Sunny ist nicht gerade meine Lieblingswaffe. Wir können aber Bonuspunkte erreichen durch das Wiederholen von Leben. Alles klar. Der hat mich nie gesehen, wenn ich ihn nicht saß. Das nehmen wir mal Leben. Wir wollen noch mal alles so mal, also Versorger können wir auch noch mal kurz spielen. Lang, lang ist her, wie gesagt, Battlefield nicht mehr gezockt. Ich musste ein Update runterladen, das hat eine Stunde gedauert, ehe ich es runtergeladen
Oh. Runtergeladen war. Und ja, ich weiß nicht, wie viel sich geändert hat. Jo, alles klar, okay. Da geht die Granate rein. Ja, deswegen würde ich nicht vorwaschen. Oder anscheinend hat er hier ein paar... Genau. Fein getroffen nur. Alles klar. Hier backt alles ein bisschen. Ah, das ist absolut normal hier auf dieser Map. So. Ich habe mir auch nochmal überlegt gehabt, jetzt wo ich Kuhn immer nochmal angeguckt habe, mir die Videos... Der ist ja speziell hier auf die ganzen... Okay, also als Sunny gehe ich nicht mehr rein. Die Waffe ist mir zu schlecht. Dann müsste ich mich nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Leute, ich bin nochmal der Simulatoren-Typ, oder? Also ich freue mich jetzt auch, wenn Ubea. Es klappt die... Also die Map schon vorhin, es ging nicht lange. Ja, gut. Ich sag schon nichts. Also, ich bin ja nicht gut, aber so schlecht hätte ich mich jetzt auch nicht eingesetzt. Komm. Versorger. Mit was haben wir hier? Der Lewis Gun. Ja. War nicht gerade Feind? Da drüben sind sie, das habe ich gerade gesehen, ja. Abnehmen, hier ist kein Gas mehr. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Wir sind alleine hier, das ist nicht gut. Wir haben Einsatzziel David. Wie mit Messerangriff wäre besser gewesen. Aber wenn man schon mal abschießen kann, dann schießt man mal. Schießen tut allen mal gut. Vor allem in den USA. Der fördert sogar die kleinen Kinder an. Ja, Junge, schieß. Ah, das habe ich vorhin gemeint. Einfach reinpreschen, einfach reinschießen. Das ist, kann gut kommen. Und mit dem Versorger bin ich, glaube ich, am besten gerade unterwegs. Okay, wir haben noch einen Mörser. Wir verlieren Einsatzziel David. Ja. Ah, schade. Ja, stehen im Kram. Weg hier, weg hier, weg hier. 1-1-1-1. Weg. Ich weiß nicht, wie ich weg hätte gehen können. Okay, ich habe noch einen Hilfekill gekriegt, aber... Ja, so läuft das eben bei meinem Sport. Oh, Leute. Battlefield 1. Das macht schon Spaß mal wieder. Wenn man noch ziemlich nebenbei quatscht, dann macht das schon Spaß. Ich habe es eben ewig nicht mehr gespielt, wie gesagt, ich habe über eine Stunde runterladen müssen, 4 GB, dazu kam noch die Verarbeitungszeit, dazu kommt noch die Vorbereitungszeit und. Und von der Seite. Oh geil, die Gurke von. Rick und Morty. Da Obgi. Ist das. Also ruhig. Nee.
Morty? Doch, Rick, Rick. Morty ist der Junge. Okay, gut. Haben wir es auch geklärt? Ich kenne die Map auch eigentlich... Dadurch, dass ich ja so oft die ganzen Maps spiele, kenne ich ja die Maps in- und auswendig, also es ist natürlich klar. Also wo man sich hier verstecken kann. Von... Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Nee, oder? Also die Runde geht auch ziemlich schnell vorbei. Wir sind hier bei 5 Minuten. Die letzte Runde ging ein bisschen länger. Die war auf dieser Map mit der großen Kirche in der Mitte. Ich glaube, dass dadurch, wenn man hier einmal in die Oberhand hat, ist ab so hat man die Oberhand. Würde ich sagen, ist einfach so. Feind getroffen, nice. Und das, was ich bevor ich gemeint habe, einfach reinballern, einfach reinballern, einfach reinballern, bis die Patronen leer sind, bis die Patronen leer sind, einfach reinballern und weg. Auf geht's. Ja, Granate. Oh ne, ah, das sind unser, gut, okay. Wieder reinballern, auch auf den Boden, weil wenn man liegt, dann von ja die anderen nicht. Sondern jetzt ein bisschen vorgehen. Und natürlich verlieren. Ich habe die doch getroffen. Man hat das doch gesehen. Warum hat denn der keinen Schaden genommen? Ja, kommt das an die? Kommt das an nicht? Nee, kommt er nicht. Lass mal. Wir verlieren so, mein Mäus guckt mich auch doof an. Die habe ich mich heute auch gemistet und für die ist das natürlich jetzt ein bisschen... Die, also die haben jetzt schon viel Platz. Also eigentlich seit sonst. Wundert mich das schon, dass sie jetzt diesmal so viel Platz haben zum Laufen. Zum Rennen. Hier ist schon... Ja, es gibt natürlich, wenn man so die letzten Folgen anguckt, ja, da war man ein bisschen mehr noch auf Taktik und sowas. Das war ja mit Rolli und mit Enderman. Da haben wir ja viel auf Taktik noch gemacht. Drei. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Ich bin unter der Erde. Wir haben das Einsatzziel Alba. Ja, da kam wieder von hinten. Ich weiß nicht, wie man wegpackt. Also so schnell kann ich nicht reagieren, beziehungsweise nicht so schnell gucken. Aber ich hoffe, ihr habt was gesehen. Wir müssen mal mit freiem Bogen. Ich weiß nicht, ist das so ein bestimmter? Armbrustwerfer. Ich glaube, das ist mit Bomben dran. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Ja, da ist eine Bombe dran. Das wollte ich wissen. Aber ich würde mal sagen, da ist mir nämlich was explodiert. Wir haben Einsatzziel. Haben wir was anderes hier? Verloren. Haftmine, nee, das ist eigentlich gut. Los geht's, Sheets. Gib Gas. Gib Gas. Und nicht er. Alles klar. Jo, also muss mich erst wieder einzocken hier. 29 mit 1200, mal ist schon besser gewesen.
Dann gehen wir wieder das Versorger hinein in die Runde. Wie gesagt, das ist nur eine Ausnahme. Wenn es natürlich der Part gut ankommt, werde ich natürlich einiges ändern an der ganzen Sache mit Lauf, Dingsplan. Natürlich mich auch mehr reinsetzen. Mit der Veränderung der ganzen Pläne. Oh, hi. Gibt's hier was? Nö. Sagen ja, gibt es nicht so. Doch, da. Vier Leben. Fucking 4 AP. Kommt das eigentlich zu mir? Jo, gut, okay, nicht. Man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? So. 870 gegen 510, naja, ich glaube, man braucht nicht weiter überlegen, wer hier gewinnen wird. Natürlich unser Team. Die Waffe hat einfach, man zoomt viel zu nah ran. Dafür hat jemand einen guten Schussradius. Warum immer ich? Warum ich zuerst? Warum? Ich kapiere das nicht, Leute. Ich bin so dämlich wie das Spiel. Haben wir hier noch irgendeine andere? Wir haben hier noch die vom Berg. Keine Ahnung, was der Unterschied war. Ach, das ist sie ja, glaube ich. Das ist natürlich der Ausgang. Da wollen wir nicht hin. Granate? Ja, ich kann hier keine Waffen auswählen mehr. Also ich konnte gerade hier gar nichts machen außer laufen. Ich habe 1, 2, 3, 4 und durchgedrückt. Und funktionieren hat nicht. Sehr nice. Also wir versuchen noch 1, 2 Punkte zu holen und dann war es das natürlich mit dem Part. Also wie gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht so gut bin. Das ist auch ein Part jetzt, der einfach nur so reingeschmissen wird. Weil nicht im Sonnenlaufplan ist, den ich erstellt habe bzw. haben wollte. Hat den vorhin, wie gesagt, halt vorhin Grundrenz dafür was scheiße im Moment. Und den Bus-Simulator, der kommt als nächstes, der Bus-Simulator 2018. Und der wird am Anfang vielleicht alle 2 Tage immer wieder kommen. Muss ich gucken, wie ich den plane. Am 13. kommt er raus, glaube ich. Naja, könnte man fast alle 2 Tage machen. Muss noch mal gucken, welche Schicht ich habe, aber. Dann können wir weiterreden. Und das war's natürlich, Leute. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt hier bei diesem wunderschönen Part. Ich stimme natürlich für ihn irgendeinen Web ab, weil ich sowieso nicht mitspiele mehr. Krieg im Ballsaal ist scheiße. Amiens. Boah, kein Plan. Ich, wie gesagt, höre jetzt auf mit Zocken. Ich gucke, was im Fernseher kommt. Ich habe nämlich morgen frei. Mein erster Part muss noch weiter geschnitten werden. Bester Trupp ist der Bertha von den Deutschen. 68.000. Damit lässt sich natürlich reden. Kurz natürlich hier durchgucken. Ja, 26 Minuten müsste ich nochmal zocken. Theoretisch, praktisch niemals, weil das viel länger dauert. Jo, hier habt ihr die, da war die Ruhige sogar. Statistik, naja, okay. Sanitäterpunkte, Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Zeigt ihr mir, wenn ihr wollt. Ciao, ciao.